Deutschland 16 vor diesem Lauf. Und mit dem grünen Dress, das ist der deutsche Sandbahnweltmeister Egon Müller, auch er zweimal, der zweite von oben. Ihnen Ivanov, Sowjetunion und Olli Olsen wieder. Und da ist ein Blitzstarter, er kommt gut weg, hinter ihm Egon Müller. Und die beiden Weltmeister machen diesen Lauf unter sich aus. Wieder Egon Müller. Das ist jetzt drei Rennen später. Er fährt auf der Innenbahn, auch das wird ausgelost. Jurczynski, Polen, Klinowski, Sowjetunion und Finn Thompson, der Däne. Bänder nach oben, das ist wie beim Pferderennen. Und Start. Und Müller kommt nicht gut weg. Und da gibt es einen Sturz. Und jetzt ist natürlich die Frage nach dem Schuldigen groß. Dem Sowjetrussen ist nichts passiert. Achten Sie auf Müller mit dem roten Hemd, Überzug ganz innen. Seine Maschine rutscht weg und rutscht in die des Sowjetrussen hinein. Ganz einwandfrei. Schuld von Egon Müller. Er wird für den nachfolgenden Lauf disqualifiziert, darf also in der Wiederholung dieses Rennens nicht fahren, was der Mann mit der Nummer 3, Phil Thompson, gewinnt. Die Startnummer 13, Hans Siegel. Die Startnummer 14, Egon Müller. Die Startnummer 15, Christoph Bessel. Die Startnummer 16, Hans Wassermann. Hans Wassermann war der punktbeste Fahrer, er hat seine Sendung hier häufig gewonnen.